Guten Tag, liebe Deutschlernenden. Das Thema von heute ist die Freizeitbeschäftigung der Deutschen und der Österreicher. Und wir werden Folgendes lernen, wie die Freizeitaktivitäten, Vereinsleben, Lieblingssportarten und Lieblingsreiseziele der Deutschen und der Österreicher. Jetzt fangen wir an. Ne? Zuerst sprechen wir über die Freizeitbeschäftigung der Deutschen. So, die Deutschen haben im Jahr 30 Arbeitstage Urlaub. So, was macht man da? Ne? Was machen die Deutschen in der Freizeit? So, Fernsehen ist natürlich eine Möglichkeit. Am Wochenende machen es sich die meisten zu Hause gemütlich. Sie sehen fern, sie telefonieren oder sie ruhen sich aus. Was machen die jungen Leute in der Freizeit? Für junge Leute rangieren Musik hören, soziale Netzwerke und Computerspiele und auch Ausgehen ganz oben. Und wie sieht die verbleibende Freizeit aus? Im Allgemeinen kümmert sich der Bundesbürger um die Familie, die Hobbys, treibt etwas Sport, Wandern und Spazieren gehen, die Bewegung an frischer Luft in den Bergen, an Flüssen und Seen ist sehr beliebt. Wie das Bild uns zeigt. Viele Menschen nutzen ihre Freizeit zur Weiterbildung jeglicher Art. Sprachen lernen, tanzen, auch Yoga, kulturelle Veranstaltungen und vieles mehr. Frauen lesen im Allgemeinen mehr als Männer, die gern heimwerken. Wenn man der Statistik glauben darf, gehört die Hälfte der Deutschen einem oder mehreren Vereinen an. Dazu gehören vor allem Sportvereine, die in Konkurrenz zu den Fitnessstudios stehen. Es folgen dann Kegelclubs, kirchliche Vereine, Gesangs- und Schützenvereine. Wandern, Tier- und Naturschutzvereine und nicht zuletzt die Kleingartenvereine. Festzustellen ist aber, dass die Beliebtheit von Vereinen bei den Jungen zu schwinden scheint. Jetzt zum Sport. Lieblingssportarten der Deutschen, so aufwendige Sportarten, die gute Ausrüstung und viel Training erfordern, haben von Jahr zu Jahr zugenommen. Neben Fußball, Schwimmen, Joggen, Radfahren sind besonders Skifahren und Tennis und Golf sehr beliebt. Hinzu kommen noch Extremsportarten für Wagemutige, wie zum Beispiel Free Climbing oder Paragliding. Aber auch neue Fun-Sportarten wie zum Beispiel Beachvolleyball oder Kitesurfen auch sehr beliebt. Bei der Gestaltung des Urlaubs oder auch nur einige freie Tage zwischendurch hat das Reisen höchste Priorität. Der Schüleraustausch macht es möglich, dass Schüler einige Wochen oder Monate im Ausland verbringen und dort in einer Gastfamilie wohnen, zum Teil sogar am Ort zur Schule gehen.
Erwachsene reisen individuell oder in einer Gruppe. Die Städte- und Fahrradtourismus sowie Kreuzfahrten und Busreisen boomen, auch Sprach- und Bildungsreisen. In Europa sind Österreich, Spanien und Italien die beliebtesten Reiseziele der Deutschen. Viele machen aber aus finanziellen Gründen Urlaub in Deutschland und entdecken zu Fuß oder mit dem Fahrrad die nähere Umgebung. Schwerpunkte bilden das Bundesland Bayern rund ums Jahr. Dort kann man wandern oder Ferien auf dem Bauernhof für die Jüngsten verbringen. Und auch Ost- und Nordsee im Sommer. So, jetzt sprechen wir über die Freizeitaktivitäten der Österreicherinnen und Österreicher. An den Wochenenden sind die meisten Österreicherinnen und Österreicher voll freizeitaktiv. Stürmen die Kaufhäuser, Baumärkte und Freizeitparks und machen Ausflüge und verbringen vor allem sehr viel Zeit in ihren Autos und im Stau. Welche Sportarten lieben die Österreicher? Für viele Männer ist Autofahren das Hobby Nummer eins. Ihr Auto ist Statussymbol schlechthin. Und Radfahren und Schwimmen, Laufen, Nordic Walking und Wandern und Skilaufen. Vor einigen Jahren wurde auch eine Reihe von Fun-Sportarten populär, vor allem das Inlineskaten im Sommer und das Snowboarden im Winter. Sind die Österreicherinnen und Österreicher wirklich sportlich? Zwar erwarten Werbung und Medien den Eindruck, Österreich wäre eine Nation von Hochleistungssportlern, doch entspricht das nicht den Tatsachen. Gerade ein Drittel der Bevölkerung kann guten Gewissens als sportlich bezeichnet werden. Aber groß ist das passive Interesse. Sportsendungen im Fernsehen erreichen fast immer hohe Einschaltquoten, besonders beim alpinen Skisport. Okay. Die Lieblingsreiseziele von den Österreicherinnen und Österreichern. Der Traum vom Urlaub können sich die meisten Österreicherinnen und Österreicher seit vielen Jahren erfüllen. Manche sind sogar zweimal oder öfter im Jahr unterwegs. Ihr Lieblingsziel ist das eigene Land. Die Sauberkeit, die Sicherheit, die zahlreichen schönen Ausflugsziele, die unberührte Natur, die Gastfreundschaft und das reichhaltige kulturelle Angebot gefallen Leute im eigenen Land. Italien, Kroatien, Deutschland, Spanien und Griechenland gehören zu den beliebtesten Reisezielen. Außerhalb von Europa sind die USA trotz verschärfter Einreisebestimmungen noch immer ein beliebtes Reiseziel. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. 本讲学习就到这里，下次再见。